Die Ruhrpottwache. Vermisstenfahnder im Einsatz. In Duisburg gibt die Spezialeinheit der Wache Nord jeden Tag alles, um Vermisste aufzuspüren. Die Polizeikommissare Michael Smollig und Jan Yildiz eilen nach einem Notruf zum Unfallort. Doch von der Fahrerin fehlt offenbar jede Spur. Ich schau mal, ob noch jemand im Fahrzeug ist. Alles klar. Nee, nichts. E-Unfall L24, einmal mit der Halteabfrage Duisburg, Friedrich Samuel 5264. Halterin ist eine Ella Köhler. Okay, dann bitte mal direkt versuchen, die Halterin telefonisch zu kontaktieren. Schlüssel steckt noch. Blutspuren haben wir nicht. Hast du gar nichts? Musst du irgendwas. Guck mal, das Ding ist, weißt du, was ich mich gerade frage? Es ist eine relativ gerade Straße, die nicht wirklich befahren ist. Ja. Warum kommst du direkt vom Weg ab hier? Nummer eins, bist du alkoholisiert? Bist du unter Drogen? Nummer zwei, war irgendwie ein Unfallgegner mit dabei? Hat sie irgendwie abgedrängt? War sie müde? War sie krank? Ist sie geflohen? Was ist? Weißt du, ich meine? Ja, ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt vielleicht eine verletzte Person hier irgendwo rumliegt, weißt du? So irgendwie bewusstlos. Was denn? Ein Tagebuch und Scheiße. Insulinspritze. Ich kenn's von meiner Oma und hier oben steht drauf, dass es anderthalb Stunden drüber ist. Wenn man Diabetiker oder Diabetikerin ist und sein Insulin nicht nimmt, dann ist es extrem tragisch und kann auch zum Tod führen. Ich kenne es wirklich aus meinem privaten Gebrauch von meiner Oma und von meinem Onkel. Und selbst 5 bis 10 Minuten können wirklich lebensbedrohlich werden. Und wir haben hier anderthalb Stunden drüber. Und deswegen müssen wir unbedingt die Dame hier finden. Achte mal, hier steht Maria Köhler, das ist, glaube ich, das Buch von ihr. Und hier steht auch die Ella Köhler als Schwester angegeben. Und sogar bei Kontakten, vielleicht kriegen wir ja hier was raus. Michael Smollig findet außerdem am Fahrzeug Spuren eines Zusammenstoßes. Wurde die Vermisste von der Straße gedrängt? Auf der Wache ist mittlerweile Ella Köhler eingetroffen. Sie hat das Auto ihrer Schwester Maria geliehen, die nun als vermisst gilt. Kriminalhauptkommissarin Sandra Fromme gibt sofort eine Vermisstenmeldung auf, denn es besteht Gefahr für Leib und Leben. Ich drehe durch gerade. Atmen Sie erst mal einmal ganz kurz durch. Das sagen dann Sie so erzählen einfach. Sie, erzählen Sie gleich mal als allererstes, wie schwer ist es denn, das in, die Diabetes? Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass Sie wirklich alles geben müssen, um meine Schwester jetzt so schnell wie möglich zu finden. 2 Stunden, die kann jetzt schon bewusstlos irgendwo liegen. Wir geben wirklich alles, dass wir sie ganz schnell finden, ja? Wieso war sie denn überhaupt mit dem Auto unterwegs? Leiht sie sich das öfter mal aus? Es ist so, dass sie so ein Abnehmprogramm gestartet hat. Ja. Und sich jetzt beim Zumba-Studio angemeldet hat. Genau, und das ist ja ein bisschen weiter weg von uns. Wo ist das Zumba? Das ist am Studio. Am Stadion, in Wedau? Ja, genau, in Wedau, ja. Das ist aber genau an der anderen Ecke von Duisburg als der Unfallort. Also der Unfall fand oben in Neumühl statt. Was hat sie da denn gewollt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Kriminalistin durchforstet den Kalender der Vermissten und bemerkt dabei verstärkt Einträge mit den Initialen S.H. Der letzte Eintrag ist heute um 11 Uhr, etwa eine Stunde vor dem Unfall. Gibt es einen Zusammenhang? Wie ist es denn mit Männern eigentlich bei Ihrer Schwester? Ja, nach so einer unschönen Trennung von ihrem Ex hat sie sich irgendwie bei so einem Online-Dating-Portal angemeldet. Liebeimpott.de heißt das. Liebeimpott.de? Mhm. Ja. Genau. Datingportale oder aber auch Partneragenturen sind absolut gang und gäbe. Es lernen sich unfassbar viele Menschen im Internet oder auf Apps kennen. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Das sind halt die neuen Methoden, wie man sich kennenlernt. Nichtsdestotrotz birgt das natürlich auch immer ein gewisses Gefahrenpotenzial in sich. Also die Beziehung war zwar nur kurz, aber es gab tatsächlich für Kalle, dem Ex-Freund meiner Schwester, zumindest ein sehr unschönes Ende. Also er hat das überhaupt nicht verkraftet. Er hat meine Schwester aufgelauert, also sie wirklich permanent bedrängt und hat ihr ständig hinterhergerufen, sie würde niemals einen besseren Mann finden. Also er ist ja der Wahre. Und ja, sie hatte dann hinterher auch wirklich Angst, vor die Tür zu gehen. Hat dem Kalle dann ja am Ende mit einer Anzeige bei der Polizei gedroht. Die ist aber nicht zustande gekommen. Also er ist bei uns nicht aktenkundig. Auf jeden Fall hat sich Kalle dann daraufhin, ja, zurückgezogen.
Also es wäre einfach jetzt total schön, wenn wir natürlich dieses Online-Portal aufsuchen könnten. Aber ja, dafür brauchen wir einen richterlichen Beschluss. Das können wir jetzt erstmal so nicht machen. Den werden wir natürlich versuchen, so schnell wie möglich zu erwirken. Wir können doch jetzt einfach einen Account hacken. Also, Nein, das geht nicht. Also das ist schon ein heiliges Gut. Sandra Frommel konfrontiert die Schwester mit den frischen Lackspuren, die die Ermittler an ihrem Auto gefunden haben. Wurde Maria Köhler bewusst von der Straße gedrängt? Wer hat ein Motiv, der 35-Jährigen so etwas anzutun? Also ich will jetzt dem Kalle nichts unterstellen. Und ich weiß auch, dass es schwarze Autos wie Sand am Meer gibt. Aber er hat auch ein schwarzes Auto. Ja, genau. Ja. Okay. Er hat auch ein schwarzes Auto. Frau Köhler hat gleich die Sprache auf den Ex-Freund ihrer Schwester gebracht. Der scheint wohl sehr übergriffig gewesen zu sein während der Beziehung, die nicht sehr lange gedauert hat. Das ist natürlich ein Anhaltspunkt. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall eine Streife hinschicken. Die sollen dann mal vorsprechen und ihn mal in die Mangel nehmen. Vielleicht hat er tatsächlich was mit dem Verschwinden zu tun. Mhm. Sofort eilen die Polizeikommissare Michael Smolik und Jan Yildiz zu dem Schrottplatz von Kalle Herwig. Hat der 43-Jährige etwas mit dem Verschwinden seiner Ex-Freundin zu tun? Ich hoffe, wir werden fündig. Warte mal. Kannst du sehen, was sie machen? Das sind Waffen. Warte. Stopp! Oh! Waffen fallen lassen! Polizei! Waffen fallen lassen! Die kleine Fichte! Fallen lassen! Fallen lassen an die Wand! Es ist doch gut! Hey, liegen bleiben! Liegen bleiben! Bleib stehen! Hände auf den Rücken! Ja, ist doch gut! Freundin, ruhig! Los, Mann! Ruhig. Zeig dich an, Schatz! Polizei! Sie bleiben auch so ruhig. Meine Frau, zeig dich an! Ruhig bleiben. Willst du noch mal auf dem Boden liegen? Du hast doch gerade gemerkt, du hast keine Chance gegen mich. Dann bleib jetzt hier. Bleib hier! Nur für mein Gott! Achte mal, was wir. Ich glaube, die Jungs wollten Counter-Strike spielen. Was? Warte mal. Guck mal, PTB. Im ersten Moment dachten wir tatsächlich, dass es sich um echte Waffen handelt. Der Kollege hat auch gleich die Waffe gezogen. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich nur um PTB-Waffen handelt, also Schreckschusswaffen. In diesem Fall gut für uns. Wären die scharf gewesen, könnte das anders ausgehen. Was ist mit den Waffen? Der hat mir die verkaufen wollen. Stimmt das? Hä? Machen Sie es öfters? Waffen an irgendwelche Leute verkaufen? Anscheinswaffen, Sie wissen schon, das ist ein Straftat. Nein, das wusste ich nicht. Ich habe die auf dem Polenmarkt gekauft. Und hab dann das einfach, wusste er nicht. Ich wollte ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Ist doch nichts Schlimmes, oder? Warum haben Sie es gekauft auf dem Polenmarkt? Ja, ich war da auf dem Kurzurlaub. Nicht. Trotzdem tue ich ihn erstmal abführen. Mhm. Zur zweiten Streife, die tue ich gleich mal anfunken. Alles klar. Wir brauchen ja eigentlich den hier, ne? Ja. Ich möchte hier ausdrücklich vor dem Erwerb von Schreckschusswaffen warnen. Diese sind auf dem polnischen Markt zwar frei verkäuflich, aber in Deutschland verboten. Die haben keine erforderliche Prüfbarkette, sind auch keine Spielzeuge. Der Erwerb, der Besitz und vor allem der Verkauf ist strafbar. Und die Anscheinswaffen, die werden hier beschlagnahmt. Wissen Sie, warum wir hier sind? Wissen Sie, dass jemand hier vermisst wird? Frau Köhler, klingelt's da? Wo waren Sie denn heute von 11:30 bis 1 Uhr? Heute? Ja. Bei der Mama war ich da. Bei seiner Mama war er heute zwischen 11:30 bis 1 Uhr. Und er ja, weiß zum auch Mittag, nicht. Zum Mittagessen. Okay. Esst ihr nichts oder was? Das überprüfen wir, das wissen Sie schon, ja? Das werden wir überprüfen. Ja, mach das doch. Die Polizisten bauen weiter Druck auf den verdächtigen Ex-Freund auf. Maria Köhler ist Diabetikerin und seit mittlerweile über 3 Stunden spurlos verschwunden. Ohne Insulin drohen der 35-Jährigen Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit oder sogar der Tod. Sie waren doch mal mit dieser Frau zusammen. Das heißt, Sie haben doch mal Gefühle gehabt für sie. So scheißegal kann sie Ihnen doch gar nicht sein. Rücken Sie doch mal endlich raus. Ha? Sie ist mir auch nicht egal. Habe ich auch gar nicht gesagt, oder? Wissen Sie was, das ist mir viel zu blöd. Wo ist Ihr Fahrzeug? Was denn für ein Fahrzeug? Wo ist Ihr Fahrzeug? Rede ich polnisch oder was? Ha? Ja, da hinten. Der Kalle Herwig hat wirklich einen extrem desorientierten Eindruck gemacht. Auf unsere Fragen ist er nicht wirklich eingegangen, hatte auch gar keine Lust mit uns zu reden und hat immer wieder behauptet, er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich glaube ihm aber nicht.
Wir wissen, dass Sie ihr nachgestellt haben. Sie haben sie gestalkt. Also nochmal, wo ist Ihre Ex-Freundin? Es geht um Leben und Tod. Nochmal, ich habe keine Ahnung, wo sie ist, ja? Ich habe ihr nachgestellt. Ich gebe das zu, ja. Aber ich habe es auch begriffen, endlich, dass es halt nichts mehr wird mit uns beiden. Der Grund, warum ich dann auch versucht habe, wirklich über Emotionen ja unseren Herrn zu packen, ist folgender. Wir haben hier eine Dame, die ist Diabetikerin und hat seit mehreren Stunden ihr Insulin nicht bekommen. Und deswegen auch versucht, einfach auf eine emotionale Schiene alles rauszuholen, was geht. Also, an seinem Fahrzeug ist tatsächlich kein Schaden oder sonst irgendwas. Okay. Aber ich habe was viel Interessanteres festgestellt. Der zwielichtige Ex-Freund hat nicht nur ein Motiv, sondern offenbar auch das mutmaßliche Tatfahrzeug. Was hast du denn für uns? Das gute Stück. Wow! Warum steht so ein Fahrzeug auf Ihrem Schrottplatz? Das würde mich mal interessieren. Ja, stehen bleiben. Ich habe auch keine Ahnung, ich kenne den Wagen nicht. Okay. Das hab ich nie gesehen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der Schlüssel steckt. Und das Allerwichtigste, wir haben Lackantragungen. Und zwar, würde ich jetzt mal behaupten, von dem Fahrzeug von der vermissten Person. Ist das Ihr Fahrzeug? Ich kenne den Wagen, ich habe mich gerade schon mal gesagt, oder nicht? Polizeikommissar Michael Smolik macht eine Halteabfrage und stellt dabei fest, dass das Fahrzeug gestohlen gemeldet ist. Die Beweislast gegen Kalle Herwig ist erdrückend. Eins und eins gibt zwei. So, und jetzt sind Sie dran. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne dieses Fahrzeug nicht. Es ist nicht mein Auto. Ich verkaufe den Wagen auch nicht. Ich habe keinen Plan, was der hier macht. Moment, okay. Hört? Die Mutter von unserem Herrn Herwig hat das Alibi bestätigt. Von irgendwie 11:20 bis 3, kurz nach 1 war er da. Hast gehört? Die Mutter hat das Alibi bestätigt, der war tatsächlich da. Ja, sag ich doch. Okay, nichtsdestotrotz haben Sie hier Waffen verkauft und wir nehmen Sie jetzt einmal mit auf die Wache, ja? Ja, also, und was mit dem Fahrzeug auf sich hat, müssen wir auf jeden Fall auch noch. Definitiv. Und mitkommen. Ja, hallo, mein Haarband. Ja, ich hab hier Haarband. Wo ist die 35-jährige Maria Köhler? Wurde sie in einen normalen Verkehrsunfall verwickelt oder ist sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Auf der Wache sind Monika und Stefan Frenzen, die Besitzer des gestohlen gemeldeten und auf dem Schrottplatz konfiszierten Autos, eingetroffen und erfahren, dass es damit offenbar einen Crash gegeben hat. Sie können das Auto noch nicht sofort mitnehmen. Wir müssen jetzt erst noch von der KTU die Lackspuren vergleichen von beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeugführerin und unsere vermisste Person ist diese. Kennen Sie die? Noch nie gesehen. Ist die Diabetikerin, braucht einfach jetzt ihr Insulin. Sieht nett aus, aber die kenne ich nicht. Sagt Ihnen nichts. Was mich jetzt interessiert, wir haben das Fahrzeug ja auf einem Schrottplatz sichergestellt, das habe ich Ihnen ja schon mitgeteilt telefonisch. Kennen Sie denn diesen Kalle Herwig, den Besitzer von diesem Schrottplatz? Du hast doch mal irgendwann mit jemandem zu tun gehabt, der so hieß, oder? Der hieß Hertie, das ist der Fitnesstrainer bei uns im Club. Ah. Der heißt doch nicht Herwig, oder wie heißt er? Herwig. Ja, Herr Frenzen, ich nicht. Sie haben das Fahrzeug ja als gestohlen gemeldet. Wann und wo ist Ihnen das Fahrzeug denn überhaupt abhanden gekommen? Also heute Morgen ist es auch weg gewesen. Ja, mein schlauer Ehemann, der hat den Schlüssel stecken lassen, als er zum Bäcker reingegangen ist. Ja, da war halt nichts los und habe ich das Auto laufen lassen und ja, als ich zurückkam, war der weg und das habe ich ja nicht extra gemacht. Sagen Sie mal, kann das sein, dass eventuell ein Neider das Ganze inszeniert hat und mir da die Schuld in die Schuhe schieben möchte, um mir zu schaden? Ich habe immer wieder mal mit missgünstigen Menschen zu tun. Du bist ja mittlerweile paranoid. In welchem Film bist du denn unterwegs? Du hältst jetzt mal den Mund. Weil wegen dir sind wir hier, wegen deiner Schusseligkeit. Ich habe weiß Gott was anderes zu tun, als hier rumzustehen. Mir fehlt die Zeit nämlich jetzt im Unternehmen. Time is money oder was? Genau, wo wir gerade bei dem Thema sind, wenn Sie jetzt nicht noch was anderes wissen und irgendetwas sagen können zu dem Fall, dann würde ich Sie jetzt auch entlassen. Ich gebe Ihnen dann auf jeden Fall Bescheid, wenn Sie das Fahrzeug abholen können, wenn wir die Spuren komplett gesichert haben. Gut, danke schön. So, und du denk an die Vermietung des Objektes in der Berger Straße. Nicht, dass du das auch noch vergisst. Ich denke an nichts anderes. Wiedersehen. Wiedersehen. Leute, komm. Ich habe auch kein Auto, wie ich da hinkommen soll. Ich finde das Ehepaar Frenzen durchaus interessant. Es ist halt nicht so, wie man das im allgemeinen üblichen Sinne kennt. Sie scheint in der Beziehung die Hosen anzuhaben und auch richtig das Geld ranzuschaffen. Er ist mehr so ein Anhängsel, würde ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ehepaar etwas mit dem Unfall zu tun hat, zumal sie den Wagen ja heute Morgen schon als gestohlen gemeldet haben.
Seit über 4 Stunden gibt es kein Lebenszeichen von der zuckerkranken Maria Köhler. Ihre Schwester hat die ganze Zeit ohne das Wissen der Ermittler versucht, sich in dem Datingportal-Account der Vermissten einzuloggen. Mit Erfolg. Komischerweise ist ihr Status vergeben. Also davon hat meine Schwester mir überhaupt nichts erzählt in der letzten Zeit. Zuletzt aktiv vor 7 Wochen. Und sie hat mit einem Sascha mit 3a geschrieben. Dem hat sie einen Korb gegeben, kann mich leider nicht mit dir treffen, habe meinen Traummann Stefan gefunden und bin echt happy. Wir können doch einfach Freunde bleiben. Könnte es sich da nicht um den Stefan Frenzen handeln? Jetzt, wo du es sagst, es könnte sein, klar. Ja, aber das wäre ja SF und in ihrem Buch steht doch S.H. Frau Köhler, haben Sie noch irgendwelche anderen Namen, irgendwelche anderen Daten, die Sie uns dazu sagen können, noch aus diesem... Also, jetzt aus Sachdienliches. Nee. Ich habe die Frau Köhler relativ schnell verabschiedet, weil ich eine heiße Spur hatte. Und gerade in vermissten Fällen ist es ganz wichtig, dass Angehörige nicht alles mitbekommen, weil unsere Polizeiarbeit zum einen natürlich dem Datenschutz unterliegt und zum anderen diese dann auch beunruhigen kann. Hast du was? Ist dir was aufgefallen? Ja, oder was? Also ich habe eben schon eine EMA gemacht. Okay, ich komme mal kurz rüber. Der Herr Frenzen, deswegen habe ich sie eben auch rausgeschickt, der Herr Frenzen heißt nämlich mit Vornamen Stefan Holger. Unser SH. Okay, dann könnte es ja passen. Ich spinne nur mal so rum. Ne? Er hat ein Verhältnis mit unserer Maria gehabt. Die wollte das vielleicht seiner Frau mitteilen, das wollte er nicht. Und er wusste wahrscheinlich von dem Kalle Herwig vom Schrottplatz und hat irgendwie einen Unfall verursacht mit ihr und wollte das dem Kalle unterschieben. Das ist meine Theorie. Hört sich so, wenn du es jetzt sagst, plausibel an, aber für mich ist immer noch dieser Kalle. Ne? Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, ich mache irgendwas. Wer gibt mir immer ein Alibi? Ich rufe meine Mama und sage, Mama, ich habe irgendwas ausgefressen. Also und ja, verschmähte Liebe, der hat die ja extrem gestalkt. Also ich sage ja immer noch, er ist unsere Nummer 1, aber... Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Die KTU. Die Lackspuren sind definitiv die von dem gestohlenen PKW der Frenzens. Und ich habe jetzt eben noch mal wieder was anderes ermittelt, weil die Frau Berger erzählt hat, als die hier gewesen sind, dass ihr Mann noch einen ganz wichtigen Termin hatte bei irgendeiner leerstehenden Immobilie, die die vermieten wollten. Ja. In der Bergerstraße. Und ich habe hier tatsächlich eine gefunden. Das ist es? Mhm. Ganz schön hübsch. Ja. Eine leerstehende Immobilie ist natürlich perfekt geeignet, um da jemanden zu verstecken. Hinfahren? Sofort. Okay. Maria Köhler ist aufgrund ihrer Diabetes und dem fehlenden Insulin vielleicht schon nicht mehr am Leben. Wir wissen es nicht. Es besteht auf jeden Fall dringende Lebensgefahr und wir haben es super eilig, Can und ich. Wir müssen jetzt los. Die Vermisstenfahnder fahren sofort zu der leerstehenden Villa, sehen dort aber nur noch einen Mietwagen wegfahren. Sie entschließen sich, dem Fahrzeug zu folgen. Die Spur führt sie erneut zum Schrottplatz von Maria Köhlers Ex-Freund. Egon für 3216, wir sind hier jetzt an dem Schrottplatz Herwig. Wir können leider die Person nicht erkennen, die mit diesem Carsharing-Fahrzeug unterwegs ist, aber er macht sich da gerade an der Tür zu schaffen. Ich denke, wir werden gleich das Fahrzeug verlassen müssen. Erkennst du, wer das sein soll? Also von der Statur könnte das der Frenzen sein. Da müssen wir hinterher. Ja, warte. Wir fahren direkt vor. Am besten. Damit er auch nicht flüchten kann, wenn er mit dem Auto raus will. Ah, guter Tipp. Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Siehst du ihn? Nee. Schau. Ja. Hier. Hat er aufgebrochen, oder was? Ja. Geradeaus kann er nicht. Nee. Das Auto sehe ich nicht. Aber es ist was offen, ne? Ja, geht vor. Ja. Vielleicht hier vorne rechts. Ich sehe nichts. Okay. Bleiben Sie ruhig, Herr Frenzen. Maria Köhler befindet sich in einem kritischen Zustand.
Sie ist bewusstlos und braucht dringend medizinische Hilfe. Vor über 6 Stunden hätte sie ihre lebensnotwendige Insulindosis nehmen müssen. Ist ansprechbar? Ist nicht ansprechbar. Hast du... Herr Frenzen, weh, Sie hauen ab. Wir sind schneller. Bleiben Sie hier bitte sitzen. Haben Sie mich verstanden? Ja. Sand, ich hab den Stift mit. Du hast das doch schon mal gemacht. Willst du einmal... Ich weiß. Willst du es einmal abklären? Weil ich hab's schon oft bei meiner Oma gemacht, aber... Egon für 3216, wir haben den Insulinstift mit. Es ist ziemlich kritisch mit der Frau Köhler. Können wir hier die Bestätigung haben, dass wir den anwenden dürfen? Bitte. 3216, gib mir eine halbe Minute. Jetzt weiß ich auch nicht, ich mach's einfach über den Bauch am besten. Warte, noch eben. Puls fühl ich. Als Sandra mir die Insulinspritze gegeben hat, kam mir wirklich 10 Sekunden wie eine Stunde vor. Ich habe wirklich darauf gewartet, dass Egon uns jetzt endlich das Okay gibt, damit wir hier das Leben retten können. 3216, Erlaubnis erteilt. Okay. Alles klar. 1, 2 und besser. Bist du auch. Ja, Clevi ist trotzdem unterwegs. Sie ist auch stark unterkühlt. Ja, ne, wie gesagt. Herr Frenzen, ganz ehrlich, was haben Sie sich denn vorgestellt? Die Dame hätte sterben können. Ich hätte einen Notarzt gerufen, wenn ich hier raus gewesen wäre. Ich hätte sofort einen gerufen, aber ja, dann kam es halt wieder anders, als ich geplant habe. Aber Ihnen ist schon bewusst, dass es trotzdem passieren kann. Sie schwebt immer noch in Lebensgefahr. Jan, ja? Sie kommt zu sich. Oh, sehr gut. Es hat ja alles geklappt. Hier ist die Polizei. Was passiert? Wir sind da, der RTW kommt gleich, Krankenwagen kommt gleich, ein Arzt kommt. Ihre Schwester macht sich unheimlich große Sorgen. Kommen Sie einfach, machen Sie ganz langsam, bleiben Sie liegen. Tut Ihnen irgendetwas weh, außer dass Ihnen schlecht ist? Ja, okay. Ein solcher Fall wie heute mit der vermissten Maria Köhler, das ist der Grund, warum wir vermissten Fahnder geworden sind. Wenn wir dann schnell genug sind, so wie in diesem Fall, dann können wir wirklich Leben retten. Bei Tötungsdelikten, da kann man nur noch den Täter verfolgen. Den Opfern hilft das nicht mehr. Sie hatten ein Verhältnis mit Frau Köhler, richtig? Ja, habe ich gehabt. Jawohl. Und die Frau Köhler ist dahinter gekommen, dass Sie verheiratet sind, oder? Ja, das ist halt gestern passiert und dass man... Mein Portemonnaie rausholen, mein Kaffee zahlen, ist mir der Ring rausgerutscht und aus der Hose. Nicht vorher versteckt hat, damit sie nicht sieht. Hat auch echt super geklappt, jetzt echt lange Zeit. Und dann hat sie voll aufgedreht. Dann ist sie direkt los in ihr Auto. Und dann wollte sie sofort meiner Frau was erzählen. Ja, ich bin ja nicht doof, bin hinterher natürlich. Und dann habe ich sie ein paar Mal halt ja, angeschoben, sag ich mal. Und dann hat sie ihre Karre aber nicht im Griff gehabt und ist sie vor eine Wand gefahren, ey. So ein Scheiß, der überhaupt nicht geplant war. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie müssen sich nicht selbst belasten, das wissen Sie, ne? Maria Köhler ist dank des Teams der Vermisstenstelle wohlauf und trägt keine bleibenden Schäden davon. Ihre Schwester Ella ist erleichtert. Stefan Frenzen muss sich wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Seine Frau hat die Scheidung eingereicht. Kalle Herwig wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.